So, dann sind wir in Westerburg. Guck mal. Ja. Und damit, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei Gradmelder 24. Euer Fritze, Spatzle und Hoffe und seine Kurze vor uns, die beiden. Morgen. Morgen. Heute nämlich auf der Fahrt durch den Westerwald zum Rhein runter. Hat Hoffe jedenfalls gesagt. Und wir fahren mal hinterher? Und wir fahren einfach hinterher. Genau. Hatten letzte Nacht hier übernachtet. Und gestern waren wir in Limburg. Limburg an der Lahn haben sie uns gezeigt, die beiden. Und das ist so eine schöne Altstadt dort. Haben uns auch den Dom. Das konnte ich mit meinem Lüneburg gar nicht angeben. Nee. Also. Können wir nicht mitstinken. Nee, war auch schön. Den einzigen Trost, den wir haben, ist, dass Lüneburg auf Plattdeutsch Limburg heißt. Genau. Also, wieder eine Verbindung. Genau. Wir haben uns das Schloss angesehen und den Dom, die Altstadt, war so super. Ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein. Mehr Bilder gibt es dann auf meinem Instagram-Account. Habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Ja, und hatten auch einen schönen Abend gestern hier noch. Ja, und heute ist der Plan. Und es geht einfach so schön weiter. Es geht so schön weiter. Vor allen Dingen, weil ja, und da bin ich noch gespannt, ob sich's noch ändert oder so bleibt, das Wetter eigentlich, zumindest die Wetterprognose für heute gar nicht so richtig doll war. Die letzten Tage. Und jetzt sind wir hier und was soll ich euch sagen? Gut, also strahlend blauen Himmel haben wir nicht gerade, aber es ist ideales Motorradwetter. Regnen soll es erst, wenn überhaupt, heute Abend. 20 Uhr. Irgendwann dann. Und Fritze weiß schon wieder gar nicht, wo er hingucken soll. Guck mal, so eine schöne Eisenbahnbrücke da. Müssen wir ja nachher auch noch das Lied vom Eukalyptus-Bonbon singen, wenn wir hier schon sind. Das kenne ich nicht. Was, das kennst du nicht? Heute wollen wir marschieren, einen neuen Marsch probieren, in den schönen Westerwald. Ja, da pfeift der Wind so kalt. Oh, du schöner Westerwald, Eukalyptus-Bonbon. Das wollte ich hören. Über deine Höhen pfeift der Wind. Ich kann gar nicht pfeifen. Mit dem Helm auf. So kalt. Doch schon der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein. Tja, Sonnenschein hatten wir dann tatsächlich bekommen, aber kurz nach dieser Aufnahme ging die Fernbedienung meiner Kameras in den Streik. Und damit hatte es sich mit der Aufnahme eines wunderschönen Fahrtags erledigt. Zu meinem größten Bedauern komme ich mit leeren Händen zurück. Und muss darauf hoffen, dass wir es nächstes Jahr nochmal versuchen. Dort bei Hoffe und seiner Kurzen.